So, grüß euch. Und wieder hat der Paketmann dreimal geklingelt. Beim echten Leben klingeln die gar nicht. Aber Olight hat uns wieder was geschickt. Und das schauen wir uns einfach mal schnell an. So. Und zwar die S1R Batten 2. Die kennen wir schon, nämlich diesmal in einer limitierten Edition, nämlich in Orange. Man kennt sie auch in Schwarz. So. So, und dann kann ich eigentlich zu der dann auch schon mehr berichten, weil die Schwarze hatte ich jetzt schon eine Zeit lang im Einsatz. Die habe ich ab und zu dabei. Weil sie von der Größe einfach ideal ist, um sie immer dabei zu haben. So, irgendwie vermisse ich da diesmal aber etwas. Wartet mal, ist das bei dir nicht dabei? Aha, spannend. Okay. Jetzt mal kurz. Okay, ich habe es einfach übersehen. Was ich gesucht habe, war das dieses kleine Ding hier. Das unterscheidet jetzt Olight von anderen günstigen Herstellern, dass an solche Kleinigkeiten gedacht wird. Nämlich das ein Viertel vom Lanyard hier in dieser Öse. Dafür ist genau das hier gedacht. Wenn man es denn haben will. So, und dann zieht man es andere einfach hier durch. Ich lasse das jetzt mal unten. So, auch hier laden per Magnet-USB-Anschluss. Funktioniert tadellos. Die Transportsicherung gehen wir noch raus. Da ist sie. Akku wird mitgeliefert. Jetzt gehört das so wirklich herum ein. Schauen wir mal, jetzt gleich sehen. Wir können das hier mit der vergleichen mit der schwarzen. Ja. Das gehört eindeutig so. Gut. So, das User Interface ist wie bei den meisten Olights einmal kurz einschalten. Und drücken und gedrückt halten, switcht durch die verschiedenen Leuchtmodi. Also man hat Low, dieses Moonlight, normal, ich glaube mit, schauen wir mal, muss ich auf die Verpackung schauen. Also Moonlight hat 0,5 Lumen, das ist Low mit 12 Lumen, dann Medium mit 60 Lumen, ja, das war schon High. Beim Einschalten, wenn man es einschaltet mit lang gedrückt, geht man automatisch, egal in welchem Modus man davor war, in diesen Moonlight-Modus. Ansonsten ist es ein Memory, das heißt, wenn ich in einem mittelgroßen bin, ich schalte einfach aus, ich schalte wieder ein, dann bin ich genau dort. Im ausgeschalteten Zustand, zweimal Doppelklick, kommt man in den High-Modus. Maus, Turbo-Modus oder halt gedrückt halten. Und dann ist man wieder low. Gut. Wie gesagt, ich habe die Schwarze jetzt eine Zeit lang im Einsatz gehabt. Wenn ich dann denke, nehme ich sie mit. Ansonsten ist das eine Größe, die habe ich schon am Schlüsselbund. Nicht so hell wie die. Das wäre auch etwas, was mir fehlt. Eine Metallkette. Ich vertraue diesem Nylon Plastikstoffband nicht, die sind mir schon öfters gerissen. Also da hätte ich gerne eine kleine Metallkette, das wäre ideal. Dann hätte ich es wirklich jeden Tag dabei, da wäre es mein Schlüsselbund. So, aber hier als Vergleich, da ist kein großer Unterschied. Natürlich ist die Farbe in Orange viel fetziger. Vorne sind wir schwarz. Was haben wir stehen? 1000 Lumen. Und dann noch die Farbtemperatur, sehr schön. Ja. Ansonsten
wieder dieser universelle Clip, der sowohl hier klippt als auch hier. Also kann man sich an die Kappe heften, an den Hosenbund, an den Rucksackriemen, wie auch immer. Ja, Verarbeitung ist Ola-typisch. Super. Da gibt es nichts. Auch hier bei der schwarzen, wie gesagt, ein paar Mal war es schon dabei. Und da sieht man fast keine Abnutzungen. Ja. So, und wer so eine Orange haben will, der sollte sich ein bisschen beeilen. Die sind immer alle sehr schnell ausverkauft. Gut, das war's schon wieder. Kurze Vorstellung. Das Ding leuchtet. Tschö.